Hallo und willkommen zu einem Videotutorial für Pinnacle Studio 20. In diesem Video zeige ich dir den Effekt Lupe, mit dem du einen Effekt wie diesen hier erzeugen kannst. Ich habe hier im Video einfach mein Gesicht etwas vergrößert. Ohne Effekt sieht das so aus. Das ist einfach das ganz normale Video. Jetzt mache ich den Effekt noch einmal rückgängig und du siehst, das ist im Prinzip wie durch eine Lupe gesehen ein Teilbereich des Videos vergrößert. Dieser Effekt befindet sich unter Organisieren. Unter den Effekten unter Kamera gibt es diese Lupe, also ich habe da mal nach Lupe gesucht, damit ich alle anderen Effekte ausgeblendet habe. Also suche ich da nach Lupe und da gibt es diesen Lupe Plus und den Lupe Erweitert Effekt. Und du siehst, die sehen immer etwas ähnlich aus. Es ist eben so, es gibt diesen erweiterten Effekt und den einfachen Lupeneffekt. Ich zeige einfach kurz die Unterschiede. Wenn ich jetzt den Lupe Plus einfach einmal auf eine Videosequenz ziehe, dann wird standardmäßig mal ein Bereich vergrößert. Mit einem Doppelklick auf das Video kann ich jetzt den Effekt noch individuell anpassen. Ich kann jetzt hier auf Lupe Plus klicken und ich habe hier vier Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen einmal die Größe der Lupe, einfach wie groß dieser Kreis ist, und dann die Position, also horizontal und vertikal, wo diese Lupe platziert ist, und dann noch quasi der Abstand zum Film, und wie wenn ich so eine Lupe hinhalten würde, nahe ans Objekt oder dann näher an die Augen. Diese vier Einstellungsmöglichkeiten habe ich bei der Lupe Plus. Wenn ich jetzt stattdessen, also ich lösche diesen Effekt einmal mit einem Rechtsklick auf diesen horizontalen Balken, löschen Lupe Plus. Jetzt wende ich einmal den Lupe Erweitert Effekt an. Der sieht schon mal gleich aus. Wenn ich jetzt doppelt klicke auf den Clip, dann habe ich hier, wenn ich auf Lupe klicke, einfach einiges mehr an Einstellungen. Grundsätzlich habe ich wiederum diese vier Einstellungen, also wiederum die Größe, dann die Position und der Abstand. Und dann habe ich noch so eine Linsendrehung. Damit kann ich die Linse noch ein wenig so drehen. Also wie perspektivisch da im Raum drehe ich jetzt diese Lupe ein wenig nach links oder rechts. Wenn ich sie zu arg drehe, dann wird es einfach dunkel. Ja, das ist einfach wie wenn man so schräg durch die Lupe hineinschauen würde. Das kann ich auch hier machen, also einfach die Lupe etwas schräg stellen. Und dann habe ich noch die Einstellungsmöglichkeit, dass ich die Linse so sphärisch verändern möchte. Das verändert die Lupe einfach, ja, so wie eine Kugel, ob es flacher oder runder sein soll. Also wenn ich da mehr sphärisch nehme, dann wird es so richtig rund. Dann habe ich noch die Lichtbrechung. Das verändert jetzt einfach das Bild. Das kann ich nicht genau sagen, was damit genau gemeint ist, im Gegensatz jetzt zu dieser Sphäre. Man sieht schon ein wenig einen Unterschied, aber vielleicht musst du einfach mal ziehen, bis es für dich dann gut ausschaut. Und dann gibt es noch die Form der Lupe, also entweder rund oder ich kann die auch so trichterförmig machen. Wenn ich dann an diesen Effekten ziehe, dann siehst du, dann kann ich einfach noch das Objekt etwas in der Lupe drin anders positionieren. Ich weiß jetzt nicht, für was man das wirklich gut gebrauchen kann. Also ich finde jetzt, da die runde Lupe am eindeutigsten macht das schönste Bild. Und dann kann ich da noch zugeordnet oder Refraktion wählen. Das wäre dann der Texturmodus. Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber wichtig finde ich zum einen die Größe dieser Lupe und dann der Abstand, wie groß das Objekt dann effektiv sein soll und natürlich die Platzierung. Und so kannst du sehr gut ein Objekt aus dem Film herausheben und vergrößern. Du kannst auch die Lupe im Zeitverlauf noch etwas verschieben, indem du hier zum Beispiel die Playline an den Anfang setzt, dann sogenannte Keyframes hinzufügst. Jetzt gibt es da am Anfang und am Ende einen Punkt. Und jetzt gehe ich einfach an den Schluss und füge da zum Beispiel die Horizontalposition nach rechts. Und wenn ich das Video jetzt abspiele, dann wandert mir die Lupe da aus der Mitte nach rechts an den Rand. Und wenn ich einverstanden bin mit dem Effekt, einfach auf OK klicken und dann habe ich den auf meinem Clip angewendet. Wenn die Bewegung zu langsam ist, dann kann ich den Clip kürzen, dann wird die Bewegung schneller.
und wenn sie zu schnell ist, dann kann ich den Clip verlängern, dann wird die Bewegung der Lupe etwas langsamer. Allerdings habe ich jetzt da mit der Kamera geschwenkt, dann macht das dann keinen Sinn mehr, dass ich da irgendein Detail aus dem Wald hier anzeige. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich über Feedback und Kommentare und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank und auf Wiederhören.